Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Oberon. Es ist etwas Zeit vergangen. Da vorne sehe ich, sind Paletten zu verkaufen und wir müssen die Felder bestellen. Kann man die Fragezeichen da eigentlich wegkriegen, ohne dass man die anderen Zeichen wegkriegt? Weiß ich nicht so, also unsere Trauben wachsen. Komm, mach mal eben unseren Palettenwagen dran und dann schauen wir mal. Da sind schon einige Paletten wieder. Einmal festzurren. Gucken, dass die anderen Paletten vielleicht dazwischen springen. Nicht gegenfahren, dann vorbei. Auch noch mit. Nicht dagegen fahren. So, einmal wieder festzurren. Gucken wir mal, Eier da. Wir haben Eier da stehen, die nehmen wir auch noch mit. Wenn wir schon unterwegs sind, machen wir es gleich richtig. Ja, wieder meine Scheibe kaputt. So. Besten wäre Johnson. Johnson nimmt ja wohl alles, aber wir gucken, wo die besten Erdbeerpreise kriegen. Bei der Bäckerei. Also, und dann der Jardin. Okay. Johnson ist ja auf falschem Map. Wir fahren erst zur Bäckerei und dann zu der Jardin. Nee. Nein, drüber. So, dann auf die Straße rauf. Sonst dreht er mir hier wieder. Du wartest. Nein, wo willst du hin? Ja, ja, das hat noch keinen. Das gibt's überhaupt nicht. Oh. Also ihn machen lassen, bis er drüber ist, oder? Dass die Versicherung zahlt, weiß ich aber nicht. Und Fahrerflucht. Gut. Ich hab's nicht gesehen. Was muss ich mit meinen Feldern machen? Da ist gar nichts. Gedüngt sind sie auf jeden Fall. Ich sag nicht, sie sind nur abgeerntet. Das ist dann etwas verpasst. Abgeerntet. Ich muss ja erstmal im Flug mit dem Grupp. Kann meine Seilmaschine das sofort? Versuchen wir es, ob die Seemaschine grubbert. Wie das jetzt mit den Steinen funktioniert, das weiß ich nicht. Nee, komm, einfach.
Können auf jeden Fall Raps säen jetzt. Raps bringt gut Geld. Ich habe Raps schon drin. Ich versuche das jetzt einfach mal, ob das funktioniert. Ne, da noch nicht auf, das heißt da auch noch. Also er sagt, es ist in Ordnung. Sät er denn dann auch? Er sät. Okay. Gut, haben wir einiges gesperrt. Ich sehe auch keine Steine. Umgehe ich damit die Steine? Ist auch nicht schlecht. Und da steht ein Baum an welch, aber das wird er schaffen. Dann machen wir die drei Felder Raps. Wann gibt's Trauben? Trauben gibt's im September. Müssen die dann nicht dann jetzt schon irgendwas zeigen? Oder sind die nur grün? Bleiben wir da stehen. Gehen wir wandern. Das ist noch nicht so ein Traum. Grüne Trauben zeigt er, glaube ich, gar nicht. Die kommen, wenn, dann sind sie rot. Vorher ist nichts. Dann, du bist angekommen. Du bist fast nur zu weit. Ach, das hat er vorhin gemeldet. Stimmt, das nimmt er nicht an. Aber die Erdbeeren kann er doch nehmen. Will er die auch nicht. Also, dann fahren wir weiter. Dann fahren wir weiter. Was habe ich denn? Habe ich irgendwas in meinem Lager? Mineraldünger interessiert nicht. Stroh. Weiß ich bis jetzt nicht, was wir machen. So kann man Stroh verkaufen. 60. Ist ja gar nichts, ne? Saatgut. Gut, wenn nötig. Dann bisschen daraus bringt nichts. Ein bisschen Weizen bringt auch nichts. Also ich glaube, die Hühner werde ich auch abschaffen. Das lohnt sich nicht. Schon sagen. Also, das ist ein hoher Preis, aber es gibt ja keine Eier. Und es gibt schöne Maps. Mods habe ich gesehen und gerade runtergeladen. So Weinbauproduktion. Mal schauen, wo die sind. Und wie teuer die sind. Gehen wir dann zum Schluss hoffentlich. Nein. Das da. Eine Weinfabrik.
Die Beschreibung ist toll. Mit Güte an und verarbeitet sie zu einem weiteren Produkt. Wie toll. Was denn? Wenn er Wein macht, ist er gut. Nur brauche ich dann Zucker und sowas auch alles, dann kann ich das vergessen. Kann ich den nachkaufen? Muss ich den selber bringen? Steht da nicht. Sieht interessant aus auf jeden Fall. Kostet auf jeden Fall mehr Geld, als ich habe. Also das lohnt sich noch nicht. Traubenverwaltung einfach kostet auch noch 80.000. Aber auch dann brauche ich den Platz dafür. Habe ich ja auch noch nicht. Muss ich Gewächshäuser wegtun, das ist die einzige dauerhafte Einnahmequelle, die ich habe. Denn reich werde ich damit auch nicht. Also im Moment muss ich sagen, das große Geld fehlt. Ich werde jetzt gucken, was ich mit dem Raps kriege ich nächstes Jahr erst. Ich habe noch Schulden, oder? Nein, ich habe keine Schulden. Nächstes Jahr habe ich keine Schulden mehr. Das heißt, wir können mal gucken, ob ich ein bessere Geräte bekomme. Ein Ladewagen. 51.000. Was kriege ich für meinen? Keine 50.000 wahrscheinlich. 66.000. Krieg ich 10.000 mal Gewinn machen? 10.000 Euro? Ich brauche gar keinen Ladewagen mehr. Ich kann ja gar keinen Stroh gebrauchen. Ich verkaufe das Stroh, genau. Den verkaufe ich gut. Den brauche ich nicht mehr. Weg damit. Also heißt, ich werde jetzt das Stroh verkaufen. Gucken, wo ich Stroh haben wir da. Viehmarkt. Schauen wir gleich mal, ob wir dann was Dauerhaftes machen können. So lange fahren lassen, bis Lager leer ist. Auf Silo. Viehmarkt war falsch, oder? Viehmarkt Oberon. Laderampe. Scheune, ich gehe mal zur Scheune. Und dann gucken wir, dass wir hier. Stroh verkaufen. Kann ich noch nicht anmachen, ich muss ja erst den Hänger tauschen. Weil Stroh jetzt, lose Stroh auf diesem Hänger nicht liegen bleibt. Du bist aber gleich da. Es gibt nicht viele, aber wofür soll ich Stroh aufbewahren? Ist nicht brauche ich aber nicht vor, da was zu machen. Er bleibt da stehen. So, den stellen wir hier mal ab.
tauschen den und schauen mal, ob das funktioniert. Ihr habt den Kurs nicht eingefahren, ihr habt es noch nicht ausprobiert. So, der ist auch bald fertig mit dem Säen da hinten, der kommt auch schon wieder. Aber gut, es sind drei Felder. Was machen die wieder? Kriegen die? Brauchen die noch was? Hühner, ich kriege auch nicht mehr da rein. Also es mit 25 Hühnern ist kein Start zu machen, das können wir vergessen. Das heißt, die haben wir raus. Jetzt mache ich gleich, den lassen wir jetzt erstmal fahren. Also das macht er schon mal. Ne? Gut, der fährt schon mal weg. Das ist gut, dann kann ich da bleiben. Wir haben ein paar Hühnerschlachten. Es ist mehr, es ist Arbeit. Es ist, ich muss für die Hühner irgendwas anschalten. Das gefällt mir gar nicht. Also auswählen. 1. Die will ich verkaufen. Ich will dahin gehen. Auswählen. 50. Bekaufen, ja. Weg damit. Also dieses Auswählen der extra nochmal finde ich verrückt. Also ich da drauf gehe, warum muss ich dann erst noch auswählen gehen? Ich habe ja ausgewählt. Egal, weg damit. Acht. Das sind nur acht. Kann auch keine 50 da eingeben. Lassen Sie da 50 jetzt mit 80. Steht aber nicht bei, wie viel das dann von jedem einzeln sind, oder? Stand nicht was von 25 Hühner? 360 Hühner passen da rein. Und ich kriege so wenig Eier. Ja, komm, dann lohnt sich der Spaß überhaupt nicht. So, dann haben wir das weg. Das müssen wir jetzt verkaufen, den Hühnerstall noch. Zurück den da verkaufen. Also ich bin nicht glücklich mit dem Widerstand. Und überglücklich bin ich mit den Gewächshäusern auch nicht. Dem schauen, ob die Wasser brauchen. Na, was haben sie noch? Also auch Gewächshäuser lohnen sich in größerem Maße. Der hat echt verkauft.
Aber ich habe jetzt ein bisschen Geld. Ist nicht gesehen, was er jetzt fürs Strohgebrüch gekriegt hat. Schauen wir mal eben, was wir dann Punkten haben. Verkaufte Fahrzeuge. Gut. Der Hänger, genau. Verkaufte Tiere, 8000, das war nicht viel. Verkaufte Gebäude, das war der Hühnerstall. 4000 verkaufte Produkte. 5000 Einnahmen Ernte. Einnahmen Ernte können 5000, aber es kann nicht sein, dass wir 5000 für Stroh gekriegt haben. Du bist fertig mit dem ersten, oder wie? Dann können wir das zweite in Angriff nehmen. Da ist was vergessen. Hier noch, damit wir es gleichmäßig haben. Da vorne fehlt noch was. Ich sehe, wir sind schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da. Bleibt mir gewogen, bleibt mir gesund. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann.